Hallöchen Freunde, cool, dass ihr am Start seid. Heute quatschen wir mal ein bisschen über Valheim, was 2022 alles geplant ist, wie es weitergeht, Updates, Features und am Ende gibt es auch noch ein bisschen Lob und Kritik von mir. Wer es noch nicht getan hat, unbedingt ein Abo dalassen, würde mich sehr, sehr freuen. Ihr unterstützt mich und den Kanal dabei und verpasst auch keine Videos mehr. Dann würde ich sagen, los geht's! Das Update Mistlands soll endlich die Nebellande zum Leben erwecken. Wir alle kennen das Biom schon, ist ja auch schon seit längerem im Spiel integriert, allerdings herrscht da aktuell ganz schön tote Hose. Das soll sich jetzt ändern mit neuen Feinden, neuen Ressourcen und einem neuen Endboss. Ich bin mal sehr, sehr gespannt darauf. Es zeichnet sich wohl durch ein sehr heimtückisches und felsiges Terrain aus und es soll wohl auch eine unberechenbare Pflanzen- und Tierwelt geben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig, was das zu bedeuten hat. Die Entwickler haben mitgeteilt, dass das erste große Update sein wird, was uns 2022 erwartet. Neben einem neuen Kampfsystem soll sich hier auch die Welterstellung ändern. Das bedeutet, dass man wohl in Zukunft öfter auf interessante Orte treffen soll. Macht natürlich das ganze Spielgeschehen definitiv etwas spannender. Ansonsten die größte Neuerung, Nebenquests. Ja, ihr habt richtig gehört, es soll Nebenquests geben. Eine davon soll uns wohl zum Kult der Wölfe führen, wie der Name des Updates ja auch schon verrät. Wer hätte es gedacht, bei dem Update dreht sich alles um Schiffe und die Seefahrt. Die Schiffe sollen wir wohl in Zukunft selber dekorieren können, mit bunten Schilden und sowas. Fände ich ziemlich cool, wenn man da ein bisschen personalisieren kann und vor allem halt auch so ein bisschen seinen Stil mit reinbringen kann. Bei der Seefahrt soll es auf jeden Fall etwas spannender werden, indem es mehr Sachen zum Entdecken gibt. Finde ich ziemlich cool, auch wenn ich die Seefahrt generell in Valheim sehr mag, weil halt immer so epische Musik kommt und man weiß nie, ob irgendwo eine Seeschlange lauert und so weiter und so fort. Aber auf Dauer wird es doch manchmal ein bisschen langweilig, von daher neue Sachen zu entdecken, bin ich gern dabei. Neben den genannten Updates soll es auch noch eine ganze Menge neue Features geben, wo noch kein Termin bekannt ist und die auch leider noch nicht sicher sind. Ich finde aber, es sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. So soll sich einerseits das Kampfsystem verbessern, es soll Multiplayer-Interaktionen geben, Mondphasen sollen mit dazukommen, das Händlerinventar soll erweitert werden, mehr einzigartige Orte, ein Sandbox-Modus finde ich auf jeden Fall auch geil, wenn man da mal so ein bisschen Minecraft-mäßig einfach rumfliegen und bauen kann. Geht zwar aktuell irgendwie schon mit Konsolenbefehlen und Co., aber so an sich als neuer Modus im Spiel definitiv gern gesehen von meiner Seite aus. Und der Rabe Hugin bringt noch sein Geschwisterchen mit, den Munin. Mal gucken, ob der vielleicht der Böse ist und uns schlechte Tipps gibt. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken, was er für eine Rolle im Spiel übernimmt. Es gibt auch noch, Moment, jetzt muss ich ablesen, Swarftoffelbriganten. Ja, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich habe mal gegoogelt, ist auf jeden Fall auch irgendeine Kreatur aus der nordischen Mythologie, um die es ja im ganzen Spiel geht. Aber was uns da genau erwartet, konnte ich leider noch nicht herausfinden. Wir bleiben mal gespannt. Im Gebirge soll es in Zukunft auch Dungeons geben. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich geil aus, was wir da auf den Bildern sehen können. Das Update soll wohl auch im Frühjahr kommen. Und zu guter Letzt natürlich auch noch die Aschelande. Ja, was ist denn damit? Keine Ahnung, gibt's noch keine großen Infos dazu. Dass da aber was passieren muss, ist ganz klar, weil wir können ja schließlich schon hin. Wir können schon Erze dort abbauen, die wir allerdings noch nicht benutzen können. Also wird da in Zukunft auch noch was passieren. Fangen wir erstmal mit der Kritik an. Sehr, sehr viele Spieler haben sich darüber aufgeregt, zu Recht meiner Meinung nach, dass das erste große Update, Haven Home, viel zu spät kam. Ich meine, das Spiel erschien im Februar, das Update kam im September, hat schon ziemlich lange auf sich warten lassen. Naja, eigentlich waren auch alle Updates, die ich gerade eben genannt habe, schon für 2021 geplant. Ist natürlich nicht so geil, wenn viele Spieler schon längst durch sind mit dem Spiel und einfach nichts Neues nachkommt. Kann ich verstehen. Allerdings haben die Jungs von Iron Gate auch selber gesagt, die hätten im Leben nicht mit so einem Hype gerechnet. Ihr müsst mal sehen, das Spiel hat, ich glaube, im ersten Monat, bei ersten anderthalb Monaten schon 5 Millionen Verkäufe erreicht und das ging noch viel, viel weiter. Und da haben sich die Entwickler natürlich erstmal viel mehr auf Bugfixes und alles Mögliche konzentriert, dass das Spiel halt wirklich auch stabil läuft. Kann ich verstehen. In meinem Fall hat es einigermaßen gut gepasst. Ich bin halt dadurch, dass ich es auch Let's Playe und viel dazu quatsche, eh immer langsamer, als wenn man es jetzt privat zockt, sage ich mal. Da hat es auf jeden Fall gut gepasst, viele Spieler hat es aber definitiv enttäuscht. Größere Kritik von mir noch ist halt, dass die Entwickler jetzt schon sagen, dass es bei den Updates halt sein kann, wie es auch bei Haven Home war, dass man einfach eine neue Welt anfangen muss. Ich finde das mega, mega kacke, ehrlich gesagt.
Bei Half and Home war es ja so, dass die Terrains, also da hat sich ja größtenteils das Teer-Zeug verändert, ne? Dass man jetzt Teergebiete und neue Monster hatte. Da haben die Entwickler halt gesagt, hey, nur wenn ihr neue Gebiete, also neue Ebenen eintretet oder neue Ebenen erkundet, dann passiert das halt, dass die Neuerungen da sind. Wenn ihr es schon erkundet habt, wenn ihr jetzt alles erkundet habt, müsst ihr halt eine neue Welt anfangen. Ja, finde ich Mist, wird auch bei den zukünftigen Updates wahrscheinlich so sein. Also die Hersteller bzw. Entwickler haben gesagt, sie wissen es noch nicht genau, kann aber sein, dass du eine neue Welt anfangen musst. Finde ich sehr, sehr schade, weil ich habe mir zum Beispiel in meinem Let's Play, die Leute, die es gucken, werden es wissen, ein ganz schön großes Ding aufgebaut. Natürlich gibt es noch viel, viel krassere Gebäude und Orte, Dörfer, was sich die Leute da gebaut haben. Aber ich möchte da ungern drauf verzichten. Klar, man kann die Items und so mitnehmen und in eine neue Welt joinen, gar keine Frage. Aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen schade, dass man es nicht irgendwie schafft, dass das auch in der vorhandenen Spielwelt einfach verändert wird. Jetzt muss es aber auch mal ein bisschen Lob geben. Und da muss ich sagen, Valheim ist für mich definitiv das Spiel 2021 gewesen. Es gibt selten ein Spiel, was mich so lange catcht, was mich so lange motiviert weiterzumachen wie Valheim. Ich bin jetzt mittlerweile bei über 210 Folgen in meinem Let's Play und es macht mir immer noch Folge für Folge Spaß und das muss ein Spiel definitiv erstmal schaffen. Die Entwickler fahren ja jetzt eh gerade ein bisschen die Strategie, immer mal wieder kleinere Patches reinzubringen, um die Leute halt bei Laune zu halten. Das haben wir mit dem Content-Patch gesehen, der uns die Monstrosität in den Sumpf gebracht hat mit der neuen Rüstung, mit der Wurzelrüstung. Und ja, das finde ich auch okay, wenn ab und zu mal ein paar kleine Content-Patches kommen und dann halt vierteljährlich ein großes Update oder keine Ahnung, halbjährlich, wie auch immer, finde ich das definitiv vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, dass die Leute dranbleiben, dass auch die Spieler dranbleiben, dass jetzt nicht mehr so wenig Leute spielen, dass dann die Entwickler irgendwann sagen, okay, wir stellen das Ganze ein, das wäre sehr, sehr schade. Ich bin mal gespannt, wie viele hunderte Folgen es noch werden im Let's Play, aber trotzdem, Dankeschön IronGate, ihr habt echt ein klasse Spiel gemacht. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem kleinen Update-Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid genauso gespannt wie ich, was Valheim uns 2022 noch bringen wird, beziehungsweise die Jungs von IronGate. Ich freue mich drauf, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut!